Abschlusstraining der deutschen Fußballnationalmannschaft in Tiflis vorm EM-Quali-Spiel gegen Georgien. Das Spiel des Jahres für das Land im Kaukasus. Ein georgischer Journalist konnte mit seiner Freude nicht an sich halten. Er stürmte den Trainingsplatz, um Kapitän Bastian Schweinsteiger zu umarmen und einmal seine Schuhe zu berühren. Nach dieser kurzen Geste der Verehrung unseres Weltmeisters verließ er den Platz wieder.